Es ist mal wieder Mittwoch, der 22.06.2022 und hier sind für dich kompakt zusammengefasst die Werkzeugneuigkeiten der aktuellen Woche und auch der Zwischenzeit. Das New Product Showcase von Milwaukee rückt immer näher. Jetzt sind es inzwischen nur noch 5 Tage bis zum Event. Dementsprechend spitzen sich auch Gerüchte um neue Werkzeugreleases von Big Red Milwaukee zu. Da sind unter anderem neue Patentdetails zur Tauchsäge von Milwaukee aufgetaucht. Und wir werden in der heutigen Sendung klären, was es mit diesem Werkzeug auf sich hat. Na, hast du eine Idee, was es sein könnte? Stopp gern mal das Video und schreib in die Kommentare, ob du eine Idee hast. Aber bitte nicht mogeln. Es gibt ja von allen möglichen Werkzeugherstellern sogenannte Starter-Kits, in denen Werkzeuge drin sind, aber auch Akkus und Ladegeräte. In der heutigen Sendung schauen wir uns das Ryobi Starter-Kit an und werden feststellen, ob es sich dabei um einen guten Deal handelt oder ob es eher für die Tonne ist. Genauso gibt es auch mit den neuen Akkus ein sogenanntes Power Stack Kit von DeWalt und auch das wurde getestet. Außerdem neue Diamond Grid Bits von Ryobi, die die ganze Welt auf den Kopf drehen und warum, das wird dir nachher das Video zeigen. Und am Ende wird uns Project Farm auch noch verraten, ob die akkubetriebenen Werkzeuge genauso leistungsstark mittlerweile sind wie ihre kabelgebundenen Geschwister. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen, dran zu bleiben, also sei gespannt, was nach dem Intro so alles auf uns wartet. Tools around the world. Presented by MW Tools. Und den Anfang macht heute das mit $99 sehr erschwingliche Starter-Kit von Ryobi. Und ob sich das Starter-Kit mit dem geringen Anschaffungspreis wirklich lohnt oder ob es, wie der Ami sagt, Crap ist, das wird uns Tinker with Tools verraten. Der Videotitel wirft einige Fragen auf, unter anderem, warum der Bohrer der schlechteste ist, den er bisher gekauft hat und warum er dennoch mit dem Kauf zufrieden ist. Das Ryobi-Set besteht aus einem Bohrer ohne Hammerfunktion, einem Ladegerät, einem 1,5 Ampere-Stunden Akku und dem Schlagschrauber. Der Bohrer hat ein maximales Drehmoment von 56 Newtonmeter und der Schlagschrauber hat ein maximales Drehmoment von 203 Newtonmeter. In Verbindung mit der neuen Akkutechnologie, dem 4.0 Ampere OnePlus HP, kann man aus dem Schrauber, der keine Schlagfunktion hat, viel Leistung herausholen. Der Schraubbohrer konnte den Erwartungen hingegen nicht gerecht werden. Das Set ist aber allein wegen der OnePlus HP Akkus und dem Schlagschrauber seine $99 wert. Ob das Ganze jetzt ökologisch korrekt ist, dass man sich ein Set kauft und dann wiederum Komponenten rauswirft, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Ryobi stellt mit den neuen Diamond Grid Bits die Werkzeugwelt auf den Kopf. Warum? Das wird uns VCG Constructions verraten und er hat dafür eine sehr tolle Apparatur namens Bitty Twister erfunden. Solltest du in der vergangenen Zeit in den sozialen Medien Ausschau nach Werkzeugzubehör gehalten haben, dann hast du garantiert mitbekommen, dass Makita mit der Ankündigung ihrer XPS-Bits eine wahre Internetsensation ausgelöst haben. Es gab eine sogenannte Just the Tip Challenge, bei der überprüft wurde, ob der magnetische Bit den Schrauber samt Akku an der angeschraubten Schraube hält. Und auch Ryobi zieht nach und zeigt in einem ihrer Social-Media-Auftritte mit einem Rotisserie, dass die neuen Diamond Bits nicht nur den umgedrehten Schrauber halten, sondern auch bei Rotation bis zu 90 Grad noch immer halten. Grund genug für VCG, dieses Promo-Video nachzustellen und dafür eine Konstruktion namens Bitty Twister anzufertigen und mit den anderen neuartigen Bits zu vergleichen. Neben Ryobi und Makita wurden auch noch die Shockwave Bits von Milwaukee und die von DeWalt, die er privat schon seit Jahren nutzt und von denen er behauptet, dass diese Bits seiner Meinung nach am passgenauesten sind. Leider konnten beide nicht mal ansatzweise den Schrauber halten, trotz Magnetfeature. Gerade beim TTI-Bruder Milwaukee hätte man vermutet, dass die Bits ähnliche Vorzüge haben. Im Video fällt auf, dass der Kollege von Ryobi den Schrauber nachdrückt. Vincent hat zudem einen neuen Bit verwendet, also nicht den genommen, mit dem er die Schraube verschraubt hat. Also halten wir zum Schluss fest, die in dem Promo-Video versprochene Haltefunktion von Ryobi funktioniert in der Praxis wirklich. Die Amis feiern es und bei uns in Europa wird man sich die Frage stellen, wozu man dieses Feature überhaupt braucht. Außer allenfalls als witziges French Cleat Wall Upgrade. Dennoch zeigt das Video doch, wie stark die Magnetfunktion der Bits mittlerweile ist. Ob Milwaukee nun wirklich eine Akku-Tauchkreissäge herausbringt und damit gleich auf mit Ryobi zieht, das werden wir in 5 Tagen zum New Product Showcase herausbekommen. Allerdings sind neue Patentdokumente aufgetaucht, die sich Dawsome Tool Reviews angeschaut hat und mit uns gemeinsam mutmaßen wird, wann die Akku-Tauchkreissäge herauskommen könnte. Dawsome Tool Reviews beschäftigt sich mit dem Patent der M18 Tauchkreissäge von Milwaukee. Hier werden weitere Details von der erwarteten Säge preisgegeben. Gerade mit diesen genauen Skizzen sollten sich die Gerüchte und Mutmaßungen um eine mögliche Akkutauchkreissäge von Big Red in offiziellen Infos umwandeln. Wir denken, dass zu Milwaukees Pipeline 2022 dieses Werkzeug mit dabei sein wird.
Die Skizze zeigt unter anderem Standardeigenschaften, wie etwa die Justierbarkeit der Anschrägung von minus 1 bis 48 Grad, das Schienensystem, das ähnlich zu dem von Makita und Festool ist, welches vielleicht sogar miteinander kompatibel sein könnte, wie sich an der Verbindungsstelle erahnen lässt. Auch gibt es einen sogenannten Splitterguide an der Sägefront. Außerdem gibt es ein Fenster seitlich an der Sägeblattseite, um eben dieses sehen zu können. Das Sägeblatt kann per Knopfdruck in das zu sägende Holz eingetaucht werden. Genauso kann dieses auch bei einer voreingestellten Sägetiefe stoppen, für einen gleichmäßig tiefen Schnitt. Für die Tiefeneinstellung gibt es eine doppelte Arretierung. Das Akku ist laut Skizze auf derselben Höhe wie der Griff platziert. Wenn also ein 12 Ampere Akku verwendet wird, könnte der Platz für die Hände und Finger etwas eng werden. Dorsum vergleicht auch mit älteren Vorinformationen, wie zum Beispiel ein Leak von der Home Depot Website, welche aber wieder kurz darauf offline gesetzt wurde. Der Motor ermöglicht 6300 Umdrehungen pro Minute mit einem M18 Red Lithium High Output XC 6.0 Akku. Sie kann ein Sägeblatt mit einer Größe von 165 mm aufnehmen. Eine um 90% verbesserte Staubsammlung und eine variable Geschwindigkeitskontrolle passend zum jeweiligen Material gibt es außerdem. Anhand eines älteren Patents zur Säge und eines groben Richtwerts von 4 bis 6 Monaten von der Patenteinreichung bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lässt sich ungefähr erahnen, wann die Säge herauskommt. Dieses Patent wurde also im November 2021 angemeldet. Also kann man mit einer Veröffentlichung zwischen März 2022 und März 2023 rechnen, wobei diese Angaben aber nicht in Stein gemeißelt sind. Wie gesagt, das Pipeline-Event oder New Product Showcase ist in knapp 5 Tagen. Dies wäre also für Milwaukee eine ideale Gelegenheit, um jene Werkzeuge zu präsentieren und die offiziellen Veröffentlichungsdaten preiszugeben. In 5 Tagen wissen wir also mehr. Und weiter geht's mit Milwaukee. Hast du vielleicht eine Idee, was das hier sein könnte? Nein, nicht? Kein Problem, denn das neue Produkt-Relaunch-Video von Milwaukee wird auf jeden Fall Licht ins Dunkle bringen. Und Milwaukee veröffentlicht mal wieder eine gleichwertige M12-Lösung für Blechschneiderarbeiten, nämlich den Milwaukee M12 Fuel Blechschneider. Dieser soll mit einer Gesamtlänge von 27,17 cm und einem Gewicht von 1,5 kg ein kompakter Ersatz zum M18 BMS-12 und M18 BMS-20 sein. Pro Minute soll er 2,13 Meter Blech schneiden können, weshalb er sich leistungstechnisch nicht hinter seinen größeren Brüdern zu verstecken braucht. Als Besonderheit bringt Milwaukees neues Werkzeug eine variable Geschwindigkeitsregelung, LED-Arbeitslicht, ein um 360 Grad rotierbarer Klingenhalter und eine Tasche zum Sammeln der Späne. Den Klingenhalter gibt es auch als verlängerte Variante, die man sich allerdings dazu kaufen muss. Ab August ist Milwaukees M12 Akku Blechschneider als Sologerät für $229 in den Staaten erhältlich. Zugegeben, ich war etwas überrascht, als ich den guten Tools & Stuff nicht mit einem Makita-Set, sondern mit einem DeWalt PowerStack-Set gesehen habe. Zumindest für das aktuelle Video hat er mal kurz die Fronten gewechselt und er hat sich angesehen, ob das PowerStack-Set für einen nicht eingefleischten DeWalt-Fan auch lohnenswert ist. Vorweg, schön ist, dass nicht nur bei DeWalt, sondern auch bei anderen Herstellern die Kits mit kompatiblen Organized Systems daherkommen. Bei DeWalt ist das das T-Stack. Nein, nicht das T-Steak. Auf jeden Fall haben wir hier das T-Stack Tough Case. Darin befindet sich der DCD805 Akku Bohrschrauber, der DCF 850 Akku Schlagschrauber, zwei 18 Volt 1,7 Ampere Powerstack Akkus und das Schnellladegerät für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inklusive FlexVolt-Akkus. By the way, ein Set, das man auch bei uns in Europa ausnahmsweise auch nachkaufen kann. Den Schlagschrauber findet er im Vergleich zu DeWalt's Top-Schlagschrauber, dem DCF 887, deutlich kompakter. Bleibt also die Frage, ob in dem komprimierten DCF 850 genauso viel Leistung steckt. Das PowerStack-Akku stellt er zum allgemeinen Größenvergleich neben DeWalt 18 Volt XR Lithium-Ion und dem 54 Volt XP FlexVolt Lithium-Ion. In Kombination mit dem PowerStack und dem DCF 850 hat man also einen insgesamt leichten und leistungsstarken Schlagschrauber in der Hand, der direkt einsatzbereit ist. In der Praxis konnten gleich beide Werkzeuge getestet werden. Mit einer 68 mm großen Lochsäge konnten Akku und Bohrschrauber auf die sogenannte Härteprobe gestellt werden. Er stellte nach einer Zeit von der höchsten Stufe auf die niedrigste Stufe. Das Werkzeug ist stark genug, um für solche Bohrarbeiten einen Seitengriff zu nutzen. Beim Stoppen bricht der Bohrer vor allem in der hohen Stufe aus. Das Loch konnte er trotzdem nach mehreren Anläufen sauber aussägen. Auch das Verschrauben mit einem Bit im Schlagschrauber funktioniert problemlos. Den Akku hat er immer zwischen Bohrer und Schrauber gewechselt. Der Akkustand nahm um 2 Balken ab.
Dann hat er das zweite Akku verwendet. Hier wurde nochmal richtig ordentlich Akku und Werkzeug beansprucht, mit diesem 30 cm langen Schrauben. Der Schlagschrauber packte diese Anforderung jedoch mit viel Vibration und mit kräftig Wärmeerzeugung. Von 45 Grad an der heißesten Stelle am Gehäuse und am Bit mit 64 Grad. Den sollte man also nicht anfassen. Nach seinen Tests kann er von den Akkus behaupten, dass diese handlich und leistungsstark sind, allerdings bei den höchst belastenden Anforderungen nicht ausreichend lang durchhalten würden. Es macht also durchaus Sinn, dass in diesem Set gleich zwei Akkus sind. 1,7 Ampere-Stunden sind für kleine Gelegenheitsarbeiten sicher ausreichend. Allerdings für die heutigen Standards, wie man sie vielleicht von anderen Herstellern gewohnt ist, beispielsweise für das Verschrauben von langen Holzschrauben, wenig brauchbar. Interessant wird es erst dann, wenn neben den aktuell nur verfügbaren 1,7 Ampere-Akkus auch größere Ampere-Klassen vertreten sein werden. Dann zum Schluss noch der direkte Vergleich mit unterschiedlichen Schrauben und Akkus zwischen den beiden im Set enthaltenen DEWALT-Geräten. Ihm ist aufgefallen, wie vielen anderen in ihren Tests auch, dass das FlexVolt-Akku erst stark anläuft, dann aber zum Ende hin gedrosselt wird. Auch das Abstoppen beim Verschrauben gefällt ihm nicht. Positiv hingegen findet er das Zweistufen-Arbeitslicht, das sehr hell ist und sogar im Neigungswinkel verstellt werden kann, und den magnetischen Halter für Bits an der Seite. Wenn du also noch kein Starter-Kit bestehend aus Schlagschrauber und Bohrschrauber hast, dann ist dieses Set gut. Der Schlagschrauber wusste mit seiner Leistung mehr zu überzeugen, aber auch der Bohrschrauber bringt wohl mehr Leistung mit, als der durchschnittliche Heimwerker in seinem Alltag benötigt. Interessant könnte das Set auch dann werden, wenn es sich mit weiteren Powerstack-Akkus ergänzen und ausbauen lässt. Lass uns nun gemeinsam zu Project Farm rübergehen und seinem aktuellen Video, in dem er sich der Frage widmet, was ist denn nun besser, kabelgebunden oder akkubetrieben? Vertreten bei diesem Test waren unter anderem die Akku- und Kabelhandkreissäge von Makita, aber auch beispielsweise der Winkelschleifer von DEWALT als Akku- und kabelgebundene Variante. Bei den Teststrecken wurden die Winkelschleifer, aber auch die Handkreissägen mit unterschiedlich viel Gewicht gezogen, angefangen bei 2,26 Kilogramm. Auffallend ist, dass die Kabelmodelle unter 100 Dollar deutlich günstiger gegenüber dem Akkumodell sind und auch mehr Leistung oder Umdrehung produzieren, allerdings auch mehr Zeit benötigen, bis sie die Maximalleistung mit der dafür erforderlichen Anlaufphase erreicht haben und vollständig zum Stoppen kommen. Beide Winkelschleifer haben genügend Leistung, um auch mit einem Widerstand von 11,3 Kilogramm zuverlässig zu arbeiten. Von DEWALT wurde auch Akku- und Kabelschlagbohrer gegenübergestellt. Hier konnte beim Drehzahltest erstmalig das Akkugerät mit dem dreifachen an Drehmoment von 680 Newtonmeter trumpfen. Dann wurden auch noch die Säbelsägen von Milwaukee miteinander verglichen. Hier waren die Preise für das Akkumodell und das Kabelmodell mit 200 Dollar identisch. Bei gleichem Widerstand war die Akkusäge langsamer als ihr kabelgebundenes Gegenstück. Im letzten Vergleich dieses umfangreichen Testvideos traten dann noch die beiden Rigid Oszillationswerkzeuge an. Bei Rigid ist das kabelgebundene Multiwerkzeug mit 120 Dollar gegenüber dem Solo-Akkugerät mit 99 Dollar teurer. Hier waren die Werte dichter beieinander als bei den anderen Werkzeugen. Wer aber insgesamt mehr Wert auf Vibrationsärme und auch auf Arbeitsschutz durch schnelles Beschleunigen und Stoppen legt und dabei geräuschärmer arbeiten möchte, der ist mit Akkugeräten besser beraten. Insgesamt kommen diese auch von ihrer Performance schon dicht an die Kabelgeräte ran. Und natürlich sollte die Flexibilität nicht außer Acht gelassen werden, denn mit den Akkuwerkzeugen benötigt ihr keine weitere zusätzliche Stromquelle. Für den kleinen Geldbeutel und weniger Flexibilität bekommt ihr hingegen gute Kabelgeräte. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, das war's mal wieder. Du weißt, was du zu tun hast. Lass uns gerne einen Like da, abonniere uns und aktiviere die Glocke. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich werde jetzt mal meinen Akkuschrauber an einer ganz normalen Schraube befestigen. Bis nächste Woche, ciao, mach's gut.